Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Smart Heads Europe, dein Kanal, wenn es um die Themen geht: Job, Geld, Leben, Business. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute können wir euch ein gutes Beispiel dafür abliefern, warum ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren solltet. Denn wir helfen euch natürlich nicht nur, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern auch dabei, euch vor einer möglichen Pleite, vor einer möglichen Insolvenz zu schützen. Wir haben vor einem Jahr ein Video rausgebracht, das beschäftigte sich mit dem Thema: Führen Lieferengpässe und Preisanstiege von Rohstoffen zum Baukollaps? Das ist jetzt ein Jahr her. Dieses Video hat nicht mal 1000 Aufrufe bekommen. Und heute beschäftigt sich der Spiegel genau mit diesem Thema. Das heißt, wir liegen mit unseren Prognosen wirklich der Zeit voraus. Und jetzt sind diese Prognosen auch im Mainstream angekommen, weil sie einfach ja unvermeidbar sind, weil man sie auch nicht mehr hinter dem Berg halten kann. Die meisten Leute leben einfach in einem geistigen Gefängnis. Und was ich damit meinen will, ist ganz einfach, sie hören nur das, was sie hören wollen. Das heißt also, wenn ein Immo-Coach ihnen das verkauft als ein gewinnbringendes Objekt, da sagen wir mal, wo viele Leute ja schreien: Juhu, ich habe jetzt 4% Rendite mit einer Immobilie. Ich habe es schon mal gesagt, da kann ich nur drüber lachen. Also ich komme manchmal vor Lachen nicht in den Schlaf. Ja, also wie bekloppt manche Leute sind. Und ich werde euch auch nochmal hier in dieses Video einen Link geben von dem legendären Robert Kiyosaki, der ja auch bekanntlicherweise mit Immobilien sein Geld gemacht hat, aber jetzt auch, also fassungslos ist, dass Leute jetzt bei diesen hohen Preisen noch kaufen, wo wir wirklich jetzt kurz vor einer Zeitenwende am Immobilienmarkt stehen. Und ich sage es ja immer wieder, also wenn du glaubst, was dir ein Immo-Coach sagt oder ein Hypothekenvermittler, die leben davon, das ist deren täglich Brot, ja. Also das muss man sich ja immer vergegenwärtigen, ja. Also keiner wird sagen, der Immobilienmarkt ist instabil oder es könnte sich jetzt sozusagen eine Trendwende am Horizont abzeichnen. Das wollen diese Leute ja gar nicht. Die würden ja den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Und das verstehen viele Leute nicht. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel hier Freund Oli, der jetzt baut oder der jetzt zumindest angekündigt hat mal auf seinem Kanal, was mir so zugespielt wurde, ist, dass er ein Haus bauen will, dass er sich gegen die Trends stemmen will, dass er mal wieder richtig zeigen will, ja, wo der Hammer hängt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Leute laufen diesen falschen oder diesen schlechten Entscheidungen noch hinterher. Die werden scheitern. Und ich habe euch unten auch in der Video-Description-Blocks nochmal den Spiegel-Artikel verlinkt, weil ich den im Gegensatz zu Freund Oli nicht einfach runterbeten möchte, sondern den könnt ihr euch selber nachlesen, beziehungsweise könnt ihr euch selber da kundig machen. Das ist für mich ein Proof halt ganz einfach, weil ihr könnt halt sehen, wir haben uns schon vor einem Jahr mit diesem Thema auseinandergesetzt, jetzt kommt es bei Spiegel. Und jetzt möchte ich euch mal auch erklären, warum das so ist und warum auch ein Baustopp jetzt ja nicht mehr von der Hand zu weisen ist. Schauen wir uns mal Zement an, schauen wir uns mal Badefliesen an, schauen wir uns mal Dachpfannen an. Diese drei Beispiele haben eins gemeinsam, das sind chemische Produkte. Und wenn wir jetzt weiter schauen auf den Ukraine-Konflikt, dann wissen wir natürlich auch, dass Gas und Öl und so weiter, also dass es sehr, sehr ja, Rohstoff- bzw. energielastige Produkte sind. Und diese jetzt in diesen schwierigen Zeiten herzustellende Produkte, die werden natürlich immer teurer. Und die Banken haben in Deutschland, das habe ich auch mehrfach schon erwähnt und ich hasse es dafür, mich immer wieder zu wiederholen. Aber es ist nun mal so, dass die Banken ja viele Finanzierungen durchgewunken haben, die spitz auf Knopf sind. Und auch da haben mich viele Leute für angegangen. Das ist also haltlos, das mit USA zu vergleichen. Und die deutschen Banken sind so solide. Und das gibt es da alle nicht. Also ganz ehrlich, durch die Nullzinspolitik der EZB ist ja diese ganze Hypothekenvergabe durch die Banken ja ein lukratives Geschäft gewesen. Denn die Banken müssen ja auch Geld verdienen. Und sie haben ja durch diese Nullzinspolitik ja kaum noch Geld verdient. Und da war natürlich diese Kreditvergabe durch Immobilien natürlich ein lukratives Geschäft. Also da haben sie natürlich unwahrscheinlich viel rausgehauen. Es sind ja auch Immobilien-Deals gelaufen ohne komplette Eigenkapitalbeteiligung. Ja? Das sind alles keine Geheimnisse. Ja? Und ich sage es auch nochmal an diesem Punkt später, warum das auch für Banken wieder kritisch ist. Ja, weil das ist alles ein Geflecht, das sind alles Abhängigkeitsverhältnisse bzw. Punkte, die aufeinander beruhen. Ja, und ich habe es immer wieder gesagt, wenn jetzt einer seine Hypothek nicht mehr bezahlen kann oder wenn jetzt einer gezwungen ist von seinen Kreditverträgen oder wenn er sie einfach nicht mehr bedienen kann, weil jetzt zum Beispiel die Immobilienfinanzierung spitz auf Knopf gerechnet ist
Und viele Leute machen es ja noch in Eigenleistung. Also das bitte auch nicht missverstehen, das ist ja alles gut und schön. Aber keiner konnte ja diese massiven Preissteigerungen so vorhersehen. Ich meine, die haben das schon gesehen. Ich habe das schon immer mich mit beschäftigt und habe immer gesagt, okay, es gibt Lieferengpässe, es gibt auch bei Holz und so weiter, gab es ja auch die signifikanten Preisanstiege, gerade im Dachbau und so weiter. Also alles das, was man zum Hausbau ja braucht. Und viele Leute denken immer, lass den mal quatschen und wir bauen schön fröhlich weiter und wir vertrauen unseren Immobiliengurus. Aber ja, das Wetter draußen ist halt auch trübe und es hat auch mal geregnet und viele Leute werden natürlich auch bald im Tal der Tränen enden. Mir ist das egal, also ich kann darüber nur lachen, weil jeder ist letztendlich seines eigenen Glückes Schmied, wie es in Deutschland so schön heißt, und das ist auch vollkommen richtig. Also, wir haben jetzt natürlich sehr viele Baufinanzierungen, die spitz auf Knopf gerechnet sind. Und es gibt jetzt schon viele Leute, die überlegen, Mensch, ich kann ja diese teuren Preise gar nicht mehr weiter bezahlen. Also wenn du jetzt einen Dachbau hast, also du hast das Haus so weit hochgezogen, dass du jetzt kurz vorm Richtfest stehst, aber du kannst die Holzpreise, die Dachpfannen und so weiter nicht bezahlen, dann kommen natürlich viele Leute auf die Idee, das jetzt zu verkaufen. Und das sind schon bereits nicht wenige, die verkaufen. Nun ist es das Problem, dass du ja einen teuren Kredit bzw. einen teuren Hauspreis abgeschlossen hast. Ja, du hast ja überteuert gekauft. Und wer kauft jetzt so eine Bauruine? Und ich habe leider mal in meiner iCloud mal nachgeschaut. Ich war ja 2011 eine längere Zeit in Tschechien gewesen. Und da gab es ja immer noch diese Bauruinen von dem Crash von 2008. Also da hast du 2011 noch viele, viele Bauruinen gesehen. Das waren auch später schöne Objekte geworden, aber die haben über Jahre lang brach gelegen. Ja, das war ein Rohbau, der stand von heute auf morgen still. Und auch da haben mich die Leute, ja, das gibt es in Deutschland gar nicht. Und Deutschland ist die Insel der Glückseligkeit und schenken wir uns das alles. Und Deutschland hat keine Immobilienblase. Glaubt es den Leuten, kauft eure Kurse, ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Aber es treten jetzt ja vermehrt diese Problematiken auf, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass jetzt Leute versuchen, diese Bauruinen weiter zu verkaufen. Und jeder Immobilienkenner, so wie ich, der wird sowas ja nie kaufen. Ja, also wer tut sich das ans Bein? Weil ich würde ja sozusagen das Elend übernehmen. Ja, ich müsste ja dann selber sehen, also ob ich diese hohen Preise zahle oder ob ich nicht gezwungen bin, auch einen Baustopp einzulegen, weil gar keine Rohstoffe mehr am Markt sind. Auch das müssen wir uns vorstellen. Wenn ein Öl- und Gasstopp kommt und die Leute keine Dachpfannen mehr produzieren können und so weiter, dann hängst du da, auch wenn du diese teuren Preise auch bezahlen kannst. Also das bitte schön alles mal im Hinterkopf behalten, liebe Leute. Und ich drehe es jetzt mal weiter, ja, weil viele Leute das alles nicht verstehen. Ja. Viele Leute gehen immer zur Bank hin und sagen, das ist alles super, ja, die Sparkasse gibt mir Geld, der Herr Müller, der gibt mir noch einen Kredit und noch einen Kredit. Das mag ja alles noch funktionieren, aber wenn Leute jetzt nicht mehr, und das habe ich auch schon in verschiedenen Videos in epischer Breite dargestellt, wenn Leute ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, dann kommt es zu Kreditausfällen. Wir haben jetzt ja schon Bankenpleiten gesehen. Wir haben jetzt die Greensill Bank gesehen, die Sparebank. Es gibt noch eine weitere Bank, die jetzt in Schieflage geraten ist. Also ich muss das gar nicht weiter ausführen. Auch das Thema Bankenkrise, dafür bin ich auch massiv kritisiert worden, ja, was ich da für Horrorszenarien da abzeichne und so weiter und so fort. Das liegt doch alles auf Hand. Also man kann doch nicht sagen, dass es das bisher nicht gegeben hat. Und wenn ihr mal guckt, wer vergibt denn sehr viele Baukredite an Häuslebauer? Das ist nun mal Volksbank und Sparkasse. Punkt. Das ist so. Und die Bauzinsen sind auch gestiegen bis zu 3% und die werden noch weiter steigen, ja. Und ich schaue ja auch hier, ich bin ja selber auf einer Immobiliensuche, aber ich würde jetzt auch momentan in England, bin ich auch ein bisschen kritisch jetzt halt zu kaufen. Und ich schaue mir auch erstmal die Zinsentwicklung an, denn wir haben natürlich auch hier eine Zinserhöhung gehabt, die ist jetzt bei 1%. Und ich schweife jetzt mal kurz ab. Also man kriegt ja schon auf Tagesgeldkonten jetzt über 3% Zinsen jetzt schon. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja, also auf Konten 3%. Wir haben hier JP Morgan Chase Bank. Die gibt dir auch mal so, die gab dir vorher schon, vor der Zinserhöhung, gab dir die schon 1,5% auf dein Tagesgeldkonto. Die werden jetzt wahrscheinlich auch nochmal drauflegen. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt bei 2% vielleicht Neukunden, die Bank ist neu in Großbritannien, dass es dann passieren wird. Also dass die Leute dann immer noch, also ich finde es lustig, weil ich habe jetzt neulich noch gesehen, also DKB für Neukunden, Negativzinsen ab über 25.000 Euro. Ist doch lustig, oder? Also ich kann darüber nur lachen. Also deswegen,
Ihr könnt ja selber entscheiden, was ihr machen wollt. Ob ihr jetzt bauen wollt, ob ihr jetzt auf diesen Zug aufspringen möchtet, ja, ob ihr euch jetzt unbedingt eine Immobilie kaufen wollt und diesen Ausführungen immer glaubt, das geht immer so weiter und da ist ein Bedarf. Also ganz ehrlich, die Bundesbank hat schon gewarnt, haben wir auch ein Video zugemacht. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel, mein geliebtes Beispiel, die Bodenseeregion anguckt, die ja unter dem demografischen Wandel ja liegt, ja, und wenn diese alten Leute dann ab 2025 da mal weg sind, das sind ja auch sehr viel vermögende, reiche alte Leute, die dann weg sind, ja, dann stehen auch viele Immobilien leer. Und wenn dann irgendwann der demografische Wandel mal so ins Rollen kommt, dann wird man feststellen, dass dieser Immobilienbedarf, den man jetzt so abzeichnet, ja, dass es so ein großes Verlangen gibt nach Immobilien in Deutschland, dass der dann nicht mehr gegeben ist. Und das nochmal abschließend gesagt, auch an dieses Video von Robert Kiyosaki. Was er schön sagt, ist ganz einfach die Leute, und das ist total brillant, wie er das sagt. Also die Leute, die sich jetzt freuen, dass sie so eine tolle Immobilie gekauft haben. Und ich sehe das ja auch hier in England ja genauso. Also die Leute sind ja hier genau gleich. Also hier, dieses Immobiliencoaching, das ist ja, das geht ja durch alle Länder, ja. Und ich bin jetzt Immobilienmillionär, ja. Das ist immer, sagen wir, ich bin jetzt Immobilienmillionär und ich habe meine Häuser beliehen alle. Also ich habe davon Cash rausgezogen, ja. Und habe dafür wieder gekauft und dafür wieder gekauft. Was die Leute nie verstehen, und das ist so lustig, dass sie vom Immobilienmillionär ganz schnell wieder in die Pleite kommen können, ist nämlich, wenn sich die Hauspreise, ja, das sagt Robert Kiyosaki auch, wenn die um 50% einbrechen, dann bist du kein Immobilienmillionär mehr. Aber du hast Kreditverträge laufen für eine Immobilie, die um 50% überteuert war. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, weil Deutsche immer gerne das mit Autos verstehen, ja, ich erkläre das auch immer gerne, auch wenn man Investitionen tätigt und was man auch kriegt. Egal, ich mache immer das geliebte Porsche-Beispiel. Wenn du einen Porsche kaufen willst, der hat einen Listenpreis von 100.000 Euro. Und auf einmal kriegst du dieses Modell, was einen Listenpreis hat von 100.000 Euro. Das wird dir auf einmal für 200.000, 250.000 Euro angeboten. So. Und da wird sich doch auch jeder normale Mensch fragen, ja, wenn du so einen Porsche dann hast. Das Objekt deiner Begierde. Fragst du dich dann wirklich, würdest du dann wirklich für diesen Porsche 200 oder 250.000 Euro auf den Tisch des Herrn legen? Ja, würdest du das wirklich machen? Hinterfrag dich doch mal selbst. Und nichts anderes hast du mit Immobilien. Ja? Beispiel Süddeutschland. Gehen wir wieder nach Baden-Württemberg. Eine Hundehütte mit ein paar Quadratmetern, ja, 200 Quadratmetern, 500.000 Euro sanierungsbedürftig aus den 70er Jahren. Wer kauft sowas? Ja, also das ist ja nicht nur, dass du sagen kannst, juhu, ich habe jetzt meine Immobilie und meine Kinder können dann im Garten spielen und ich baue mir dann Sandkasten hin. Du musst ja auch noch so viel Geld da reinstecken. Abgesehen davon von den grünen Finanzierungsmaßnahmen, die alle noch auf euch noch warten und beziehungsweise schon in der Schublade schlummern, ja. Also ich könnte das jetzt weiter ins Endlose spinnen hier, dieses Video. Also das könnte man in endlos drehen, möchte ich aber nicht. Ich sage euch ganz einfach, abonniert den Kanal und ja, wie seht ihr das? Schreibt mir das in die Kommentare rein. Seht ihr das, dass es keine Immobilienblase gibt in Deutschland, dass es alles so weitergeht? Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, dann, also auch solche Kommentare, sofern sie sachlich sind, lese ich die gerne. Ja, und ja, wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere unbedingt den Kanal und wir sehen uns schon sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin wie immer raus. Ciao, euer Alex.